Hi Leute, ich bin's, euer Dweet und ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe die besten Tipps und Tricks aus meinem Sommerurlaub zu Diablo Immortal mitgebracht. Ich bin wieder für euch da und wenn euch mein Content gefällt, dann drückt den roten fetten Abonnieren-Button auf der anderen Seite und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Tipps und Tricks. Ich habe ordentlich reingegrindet und ich sag euch, da ist bestimmt das ein oder andere dabei, was ihr gut gebrauchen könnt. Kommen wir erstmal zu einer der meistgestelltesten Fragen im Stream. Dweet, was ist eigentlich eine gute Klasse? Ihr wisst ja, was ich von Tierlisten so halte. Nicht viel. Bring the player and not the class. Das sage ich immer wieder. Spielt die Klasse, die ihr fühlt, dann werdet ihr auch gut sein. Alle Klassen sind durchweg spielbar, durchweg gut. Die besten Listen im Solo gibt es sowieso für die einzelnen Klassen. Und in der Truppe ist eine diverse Gruppe sowieso von Vorteil. Außerdem solltet ihr euch auf einen Charakter fokussieren, denn es wird eine Funktion geben, mit der ihr später wohl leicht Charaktere wechseln könnt. Also probiert es hier aus, fangt an zu spielen und genießt das Spiel. Und dann fokussiert euch voll auf eine Klasse. Diablo ist ein Loot-Grinder, deswegen zuallererst stellt ihr in allgemein automatisches Aufheben, Gegenstände automatisch aufsammeln ein, so wie ihr es haben möchtet. Normale, magische und seltene Gegenstände könnt ihr hier jeweils einfach anklicken, findet ihr im Reiter allgemein, wenn ihr einfach etwas runterscrollt. Eines der wichtigsten Features in Diablo, und es macht mir persönlich auch am meisten Spaß, ist natürlich das Zusammenspielen in der Gruppe. Und da gibt es wichtige Funktionalitäten. Zum Beispiel braucht ihr Hilfe bei Worldbossen. Es gibt schwere Truhen, die nur mit 4 Leuten zum Öffnen sind. Und da könnt ihr ein ganz wichtiges Feature verwenden. Und zwar könnt ihr in dem Chat eure Position markieren. Und zwar über das Emoji. Wenn ihr hier draufklickt, dann könnt ihr hier auf den Ort klicken und dann werden Leute, sobald sie da draufklicken, hingeportet und zum Weg zu euch hin navigiert. Das ist ein super Feature. Außerdem könnt ihr hier auch so verschiedene Gegenstände verlinken, falls ihr irgendwas teilen oder zeigen möchtet in eurem Clan. Über den Hotkey I kommt ihr zu eurem Inventar und da seht ihr, standardmäßig ist es so, das Max-Level in Diablo ist die Stufe 60 und darüber hinaus startet ihr dann mit den Paragon-Level. Die seht ihr hier in Klammern, bei mir die 19. Wichtig ist zu wissen, dass der Server auch eine Paragon-Stufe hat. Bei mir ist es hier 20, ich werde heute bis 20, vielleicht auch 21 grinden. Sobald ihr das hier erreicht habt, die Paragon-Stufe des Servers und drüber geht, sinkt hier eure EP-Belohnung. Das seht ihr hier, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und hier seht ihr auch die EP, die ihr benötigt. Das ist so eine Catch-up-Mechanik, sodass Leute auch noch aufholen können, beziehungsweise die, die mehr Zeit haben, nicht zu krass davonziehen können. Weil hier sinkt die EP-Belohnung immer weiter, je weiter ihr euch von der Paragon-Stufe des Servers entfernt. Und wenn ihr drunter seid, habt ihr auch eine höhere EP-Belohnung. Ich bin genau drin, ich habe 110 wegen meinem Clan. Das zeige ich euch aber gleich. Ihr solltet euch auch mit verschiedenen Hotkeys kurz mal auseinandersetzen. Die findet ihr natürlich in den Einstellungen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass ihr wisst, N ist zum Beispiel für die Fertigkeiten oder zum Beispiel P für das Paragon-Menü, X für hier den Codex und so weiter. Also es gibt wirklich einige Hotkeys, damit ihr nicht immer hier rumfummeln müsst, ja, und hier rein Codex oder wieder hier reingehen müsst und auf Fertigkeiten klicken müsst. Wenn ihr die Hotkeys kennt, das hilft euch wirklich weiter. Wie gesagt, die findet ihr hier in den Einstellungen unter Controller und dann hier unten seht ihr das, ja, Paragon-Menü P, Codex-Menü X, Weltkarte M, Fertigkeiten-Menü N, Questblock J und so weiter und so fort. Also auch gar nicht so schlecht zu wissen. Ich habe euch ja schon erzählt, das Zusammenspiel ist vielleicht nicht ganz unwichtig und dann werdet ihr euch früher oder später vielleicht einem Clan anschließen. Ich bin in den Schattenclan gegangen und der Vorteil ist unterschiedliche Aktivitäten. Hier zum Beispiel die Schattenlotterie. Wenn ihr die gewinnt, müsst ihr eine Aufgabe machen, dann bekommt ihr so ein Wappen und dann dürft ihr andere Leute auch zu den Schatten einladen. Dafür gibt es die Schattenlotterie. Dann der Pfad des Blutes. Da gibt es verschiedene Ebenen mit Monstern und die könnt ihr immer weiter besiegen und dort kriegt ihr dann Belohnungen. Dann die Plünderung der Schatzkammer, die ist zum Beispiel immer zu dieser Zeit verfügbar, die könnt ihr plündern und da macht ihr eine Menge Gold. Dann das Schlachtfeld, die Versammlung, dort gibt es eine Menge XP, ihr müsst euch nur so 4 Buffs abholen. Das Ritual der Verbannung und dann hier den Schattenkrieg, das ist so ein Gilden-PvE-Event. Und dann die Verträge, das sind nochmal Quests, die euch eine Menge XP geben. Und warum das Ganze noch so wichtig ist, und ich hatte euch ja von den 110 erzählt, hier zum Beispiel seht ihr, Mitglieder erhalten auf dem Pfad des Blutes einen zufälligen Boost oder schneller Fortschritt. 10% erhöhte erhaltene Erfahrung für Mitglieder eures dunklen Clans. Ja, das sind absolute Vorteile, die es zu entdecken gibt und deswegen ist es wichtig. 10% XP macht eine Menge aus,
Deswegen ist es so wichtig, in den Clan zu gehen. Was ist das Wichtigste in Diablo? Wir müssen unsere Kampfwertung pushen. Hier klickt ihr einfach mal drauf und dann klickt ihr hier auf mehr Attribute und dann seht ihr hier eure Kampfwertung. Ja? Und da seht ihr hier auch die unterschiedlichen Statistiken. Wenn wir nochmal einen Punkt zurückgehen, die Attribute, die sind natürlich wichtig. Wenn ihr dann hier zum Beispiel drüber geht, dann seht ihr auch, wie viel stärker zum Beispiel euren Schaden erhöhen. Oder Beharrlichkeit erhöht die Rüstung, den Rüstungsdurchschlag. Vitalität erhöht das Leben und die Willenskraft erhöht das Potenzial. Das sind ganz wichtige Faktoren, die ihr natürlich kennen solltet. Und dann ist es auch noch wichtig, was sind die Hauptattribute, die ihr für euren Bild, für euren Charakter braucht. Zum Beispiel ich als Crusader, mein wichtigstes Attribut ist natürlich zum einen die Stärke. Diese ganzen zusätzlichen Attribute solltet ihr auf jeden Fall mal durchklicken, um zu verstehen, wofür diese stehen. Und dann gibt es auch noch die Resonanz. Erhöht die Grundattribute der Ausrüstung um 35% bei 700 Resonanz. Die Resonanz setzt sich aus den legendären Edelsteinen zusammen. Es gibt einmal die legendären Edelsteine und die normalen Edelsteine. Die legendären Edelsteine könnt ihr in eure Rüstung sockeln, wie zum Beispiel Helm, Brust und so weiter, also hier auf der rechten Seite. Und daneben gibt es noch die Standard-Sockel, beziehungsweise die Standard-Edelsteine, die zum Beispiel auch den Schaden erhöhen oder den Widerstand erhöhen und so weiter, ja. Und durch diese legendären Edelsteine steigt die Resonanz. Je besser eure Edelsteine sind, je höher ihr diese upgradet, desto mehr Resonanz habt ihr und daher steigen die Grundattribute eurer Ausrüstung. Ein sehr starkes Feature, was man nicht vernachlässigen sollte. Außerdem gibt es hier oben noch die Zauber. Ja, das ist ein Item. Die maximale Stufe ist Rang 5, wie ihr es hier bei mir seht. Und wenn ihr den zum Beispiel von Rang 1 auf Rang 2 upgradet, dann können hier verschiedene Fertigkeitsboni hitten. Sie können aber auch manchmal nicht treffen. Und dann habt ihr zum Beispiel hier eine Fertigkeit oder eine Fertigkeit drauf für den Zauberer. Und das ist so ein bisschen random. Deswegen müsst ihr schauen, hier habe ich dreimal getroffen, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, jetzt muss ich weitere Zauber grinden. Hier sieht es zum Beispiel aus, wenn er nicht so gut ist. Seht ihr, hier habe ich nur einmal getroffen und hier kann man auch gewisse Dinge ersetzen und so weiter, aber dazu wird es ein extra Video geben. Wichtig ist, dass ihr mal versucht, einen Zauber quasi mal auf Rang 5 zu bringen und versucht, so viele Fähigkeiten zu treffen, die ihr auch spielt. Wichtig ist zu verstehen, dass die unterschiedlichen Items Item-Level haben. Hier Stufe 60, ich bin jetzt Paragon Stufe 19, das bedeutet, wir können Items ab der Paragon Stufe 19 droppen. Ja, hier zum Beispiel ein anderes Beispiel, hier das Schild ist zum Beispiel 59 und hier die Hose hat zum Beispiel die Paragon Stufe 14. Wenn ihr euch jetzt aber eine Schwierigkeitsstufe höher auf eine Schwierigkeitsstufe höher begebt und dort grindet, dann könnt hier zum Beispiel sowas droppen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Hölle 2 spielt, obwohl ihr noch gar nicht Paragon Level 30 erreicht habt, dann könnt ihr euch trotzdem Items droppen, die könnt ihr aber erst mit Paragon Stufe 30 anziehen. Das ist wichtig zu wissen. Das ist auch noch wichtig, denn ihr bekommt natürlich so eure Verbesserungen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Waffe mit der Stufe 60, ja, und deswegen versuche ich jetzt eine neue Waffe zu grinden, denn dadurch steigen eure Affixe. So, jetzt leuchten hier 4 fette Pfeile. Warum? Weil jetzt hier die Kampfwertung natürlich besser ist bei diesen Schultern als bei den Schultern, die ich hier habe und deswegen, beziehungsweise die ich trage. Und deswegen sagt er mir hier mit den 4 fetten Pfeilen, du musst das Ding anziehen, denn dann steigt deine Kampfwertung. Ja, so schön, so gut, geht natürlich hier nicht, aber das solltet ihr nicht immer tun. Das will ich nur mal kurz damit demonstrieren. Warum? Weil ihr neben der Kampfwertung auch auf eure Attribute achten solltet. Werden jetzt hier zum Beispiel keine Stärke drauf, und werden die ähnlich von den Punkten her, ja, das Ding leuchtet grün, weil es ein paar mehr Punkte hat, dann bringt mir das nicht so viel, ja, weil Stärke ist für mich wichtig. Oder hier zum Beispiel ein guter Roll in den magischen Attributen mit 8%, dann ist das hier grün untermalt. Deshalb achtet bitte auch auf eure Attribute. Das kann man mal machen, wenn man die Kampfwertung temporär steigern möchte, um zum Beispiel den Raid Boss zu machen oder sowas. Aber achtet bitte auf eure wichtigen Attribute und zieht nicht einfach alles blind an, nur weil das grüne Ding hier leuchtet. Das möchte ich euch nur als wichtigen Tipp mitgeben. Wenn wir über M auf die Map gehen, hier können wir den Schwierigkeitsgrad ändern. Und was viele nicht wissen, ist, auch wenn wir noch nicht zum Beispiel Paragon Stufe 30 erreicht haben, deswegen habe ich ja eben gezeigt, dass man dort schon grinden kann, können wir trotzdem diese Paragon-Stufe auswählen. Das geht immer nur in der Hauptstadt. Und dann sind wir jetzt hier auf Hölle 2, ja. Und das könnt ihr umstellen, wie ihr möchtet. Ich könnte auch schon Hölle 5 spielen, wenn ich wollte. Aber, wie gesagt, da muss natürlich auch das Gear stimmen. Nur wichtig zu wissen ist, man kann schon Hölle
oder etwas drüber spielen, auch wenn man das Paragon-Level noch nicht erreicht hat. Gehen wir mal zum Schmied, denn der ist wichtig, ja, hier auf die Dienste. Und zwar können wir hier beim Schmied unsere Sachen wiederverwerten. Da können wir hier über das Schnellmenü klicken, relativ easy. Wichtig ist aber ein Feature, das Aufwerten. Ja, ich kann jetzt erst aufwerten, wenn ich die Paragon-Stufe 20 erreicht habe. Dafür brauche ich dann hier diese unterschiedlichen Materialien. Kein Problem, dann steigt die Stärke und ihr bekommt, je nachdem, was ihr aufwertet, auch nochmal Bonus-Affixe hinzu, wie ihr das hier sehen könnt. Die könnt ihr später auch nochmal wechseln. Wichtig ist aber jetzt über das Umschmieden. Ja, dafür ist das Umschmieden da. Dann könnt ihr hier umschmieden und dann könnt ihr mit einem Umschmiedestein hier quasi dieses Attribut rerollen. Und wenn ihr das dann macht, dann kann da was Neues rauskommen, wie zum Beispiel jetzt hier Blockchance um 2% erhöht. Hier gibt es bestimmte Steine, die dann auch nochmal bestimmte Affixe, bestimmte Attribute nochmal fördern, die ihr dann über den bestimmten Stein quasi nochmal forcieren könnt. Das zum Umschmieden. Wichtig ist aber das Aufwerten, ja. Wie gesagt, das Aufwerten kann ich euch jetzt hier an den Ausrüstungsteilen nicht zeigen, weil da muss ich erst Paragon Stufe 20 werden, aber hier, ja, das Aufwerten kostet Materialien und Gold. Deswegen haltet immer etwas Gold in der Hinterhand. Wofür wir das Gold brauchen, zeige ich euch gleich. Also gebt nicht alles aus, denn ihr werdet euch ärgern, wenn ihr dann Gold zum Aufwerten braucht. Aber Gold farmt sich relativ easy. Aber das hier wird immer, immer teurer. Deswegen wird das später relevant. Nur, dass ihr es im Hinterkopf habt, dass ihr immer darauf achtet, okay, wo stehe ich mit der Aufwertungs- oder mit den Aufwertungskosten und wie viel Gold habe ich hier an der Stelle. Wofür man das Gold braucht, zeige ich euch hier, nämlich bei dem Kollegen hier. Ja, hier könnt ihr nämlich Items rollen. Ja, und die kommen dann random raus. Und hier seht ihr tägliche Kaufbeschränkung von 25. Und wenn wir jetzt anfangen zu rollen, dann seht ihr hier, okay, jetzt kriege ich hier diesen Schmuck. Ja, jetzt rollen wir hier ein paar Mal rein. Ich weiß nicht, ob hier auch legendärer Schmuck rauskommen kann. Ich habe mal von einer 1% Chance gehört. Also ich hatte hier bis jetzt noch nichts und habe schon ordentlich rerollt. Und deswegen achtet hier auf das Gold. Warum ist das so wichtig? Das, was ihr hier rollt, ja, das passt sich eurer Paragon-Stufe an. Das bedeutet, wenn ihr dann mal einige Zeit gelevelt habt und dann merkt ihr, okay, hier zum Beispiel eure Schmuckstücke oder so, ne, die sind nicht mehr up to date, ja, die haben ein geringes Level, deswegen sind auch meine Schmuckstücke meistens alle hier passend zu dem Level, was ich besitze, denn ich rerolle hier, wenn ich möchte und versuche mir hier die richtigen Attribute reinzuholen, dann geht ihr hin und rollt hier mal ein paar Items. Ich finde, normale Ausrüstungsgegenstände lohnen sich nicht, aus dem eben gesagten Grund, wegen der legendären Rate, aber hier Schmuckstücke auf jeden Fall, denn es ist gerade am Anfang schwer, hier starke Schmuckstücke zu bekommen. Set-Schmuckstücke droppen erst ab der Höllenstufe 2. Das kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen, denn das ist auch noch eine wichtige Info. Wenn wir hier auf I gehen und dann hier auf die Ausrüstung, könnt ihr nämlich hier sehen, zum Beispiel hier, ja, ich bin auf die Ausrüstung gegangen und dann könnt ihr hier sehen, hier sind ja verschiedene Set-Teile zum Beispiel vorgeschlagen und für verschiedene Builds braucht ihr verschiedene Set-Teile. Ich spiele hier kein Build aus diesem vorgeschlagenen Repertoire, sondern ich baue mein eigenes Build, beziehungsweise kann ich euch nur eine Seite empfehlen. Und dann klickt ihr hier drauf und dann könnt ihr auf Erhalt schauen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, welchen Dungeon ihr machen müsst und wo der Drop zum Beispiel ab Hölle 1. Und wenn wir uns jetzt mal die Schmuckstücke hier zum Beispiel anschauen, dann seht ihr hier zum Beispiel Hölle 4 oder hier zum Beispiel, ja, Hölle 2. Deshalb ist es schwer, an solche Items zu kommen. Aber in der Truppe können diese Items droppen. Deswegen habe ich auch schon mal hier einen Ring. Das sieht man hier auch mit dem Truppenzeichen. Also es ist auch möglich, schon vorher an Schmuckstücke zu kommen über die Truppe. Ich hoffe, ihr werdet eine Menge Legendaries ergrinden und dann gibt es den Essenztransfer, denn es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ihr doppelte Legendaries bekommt. Und dann könnt ihr hier sehen, hier geht ihr auf Essenztransfer und jetzt habe ich mal als Beispiel hier eine Hose und zwar die Klingenbeinschienen. Die habe ich jetzt hier schon doppelt ergrinden, dann gehen wir einfach hier drauf, dann können wir hier extrahieren klicken und dann seht ihr hier, der extrahiert jetzt und zwar den magischen Affix von diesen Hosen. Das reiht hier von 4 Teilen wird zu einem Folgenrost, das den Boden und Gegner verbrennt. Allerdings werden Gegner nicht mehr mitgezogen. Ja, das verändert dann quasi die Fertigkeit. Und jetzt kommt das Ding. Ihr könnt quasi solch eine extrahierte Fertigkeit bzw. solch einen extrahierten magischen Affix dann auf eine andere oder auf ein anderes Item bringen, wo ihr den Affix zum Beispiel nicht braucht. Gehen wir auf die Hosen.
Jetzt gehen wir zum Beispiel hier drauf, ja. Und dann seht ihr auch, was für ein neues Item das wird mit dem vermachten Affix, ja. Behält Attribute und so weiter. Und dann behält auch die Stärke, ja, wenn wir uns das hier anschauen. Wird aber dann mit dem anderen hier legendären Affix quasi übertragen. Und das ist wichtig zu wissen, dass ihr doppelte legendäre Sachen extrahieren könnt und dann später auf gute Items setzen könnt, die ihr vielleicht findet, mit drei Attributen zum Beispiel, wo ihr aber dieses legendäre Feature hier wechseln möchtet oder nicht mehr braucht. Schauen wir uns mal die Juwelen an. Die Juwelen sind eine Story für sich. Ich kann euch nur empfehlen, als Free-to-Play-Spieler, versucht ein Bild zu bauen auf irgendeiner Seite oder so, was aus Ein-Sterne-Juwelen besteht. Denn es gibt ein Stern, zwei Sterne und fünf Sterne Potenzial-Juwelen. Ja, da seht ihr hier, die haben ein Potenzial, als fünf Sterne zu droppen. Und je nachdem, wie sie droppen, desto besser sind sie dann. Hier habe ich extremes Glück gehabt und hatte hier ein 4-Sterne-Drop. Ihr könnt aber auch solche Juwelen herstellen. Trotzdem passiert das nur oder relativ selten, weil die schlauen Hunde haben das natürlich gekappt. Und deswegen könnt ihr nur circa alle zwei Wochen einen zufälligen legendären Edelstein herstellen. Aber der kann auch ein 1-Stern werden, der kann aber auch ein 5-Sterne-Juwel werden, wie ein Kumpel von mir geschafft hat. Und der hat den dann verkauft und hat damit eine Menge Platin gemacht und hat sich dadurch andere Edelsteine gekauft. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Aber nichtsdestotrotz, deswegen ist hier auch das Handelbar-Zeichen drauf, ja. Wenn ihr diese Edelsteine hier herstellt, hier diese beiden, dann könnt ihr diese auch handeln. Darauf gehen wir aber gleich ein. Wichtig ist, baut euch, wie gesagt, je nachdem, was ihr machen möchtet, entweder ein 1-Sterne-Bild, beziehungsweise aus 1 und 2 Sterne, weil die sind relativ einfach herstellbar, ja. Diese Runen droppen in den ältesten Portalen und dann könnt ihr hier eure Juwelen herstellen. Das ist relativ in Ordnung, wenn ihr Embleme habt, und diese Embleme könnt ihr auch farmen, aber auch nur zu einem gewissen Grad. Und alle zwei Wochen, und das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert, könnt ihr dann hier über diese Runen auch einen legendären Edelstein haben. Und hier, wie gesagt, kann ich euch dann empfehlen, den dann zu verticken, um vielleicht ein bis zwei Fünfersteine hier dann quasi mit euch oder für euch zu forcieren, denn dann kauft ihr und verkauft ihr die richtigen Steine, wenn ihr möchtet. So, und das sind quasi die legendären Edelsteine, die ihr bekommen könnt und wo ihr schauen müsst, okay, je besser hier die Sterne sind, desto höher ist dann natürlich die Resonanz und die Kampfwertung. So, und diese kann ich dann nämlich aufwerten, das zeige ich euch jetzt mal hier, ja, indem ihr dann später weitere Steine braucht und die könnt ihr einfach herstellen und natürlich auch Edelstein macht. Und Edelstein macht kriegt ihr, indem ihr andere legendäre Edelsteine hier reinsetzt. Und deswegen sage ich euch, das wird extrem teuer, wenn ihr das nur mit legendären Steinen macht. Und dann seht ihr das nämlich hier, wenn ich die nämlich jetzt hier einsetze und hier die Macht voll ist, dann könnte ich jetzt hier den im Rang verbessern. Und dann kriege ich Edelsteinfragmente wieder, falls ihr hier über dem Wert seid. Also das ist kein Stress, weil die könnt ihr wieder einsetzen. Und wenn der dann einen Rang gestiegen ist, dann bekommt ihr auch noch zusätzliche Features. Hier zum Beispiel erhöht die Chance, magische Gegenstände zu finden um 5%. Oder erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit für jeden Gegner in der Nähe mit Agonie um 4,5% ab Rang 7. Da müsst ihr auch darauf achten, ab welchem Rang ihr die Features freischaltet. Das ist nämlich auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, welcher Stein das ist. Ja? Und warum das so teuer ist, zeige ich euch hier nochmal. Wenn wir den jetzt zum Beispiel aufwerten wollen, dann bräuchte ich diesen legendären Stein, der eine 5-Sterne- oder ein 5-Sterne-Potenzial hat, nämlich nochmal ab einem gewissen Rang, plus 75 Edelstein macht. Und deswegen ist das hier für die Cacher, die die Free-to-Play-Leute finanzieren. Und wenn ihr hier ein komplettes 5-Sterne-Bild bauen wollt, dann muss man wirklich schon ordentlich rein cachen, beziehungsweise zumindest gewisse Sachen bezahlen. Daily Login und so weiter und so fort ist klar, ein Mob schlachten, super Feature, ja, und dann kriegt ihr Belohnung. Aber ganz wichtig ist der Hildhändler. Warum? Der hat verschiedene Kaufmöglichkeiten und Kaufbeschränkungen, einmal monatlich, einmal wöchentlich und einmal eine tägliche Kaufbeschränkung. Und hier solltet ihr jeden Tag den Stuff auf jeden Fall rauskaufen, ja, sobald ihr könnt. Und Hild bekommt ihr eigentlich ziemlich gut. Das bedeutet, hier die Embleme auf jeden Fall kaufen, ja. Hier die Umschmiedesteine rein damit. Die werdet ihr brauchen, Belief, ja. Also alles hier rauskaufen, was geht. Und dann auch schauen, was der hier hat, ja. Denn das ist wichtig, hier auch hier dieses beschränkte, die Gegenstände, die hier aktualisiert werden, auf jeden Fall shoppen. Denn hier kann auch guter Stuff am Set sein.
Und hier kommt ihr ganz gut an nochmal zusätzliche Materialien dran. Achtet hier aber auf euer Hilt. Und da gilt es auf jeden Fall, sowas zu fokussieren wie die Anwärterschlüssel und die Embleme. Und der steht, wie Use gesagt, hier that oben. well, friend. Daneben ist der PvP-Boy und der PvP-Boy ist auch wichtig. Mindestens 3 Games solltet ihr am Tag machen, denn da bekommt ihr Belohnungen. Und diese Belohnung lohnt sich. Außerdem bekommt ihr hier noch das wichtige Upgrade-Material, wenn ihr aufsteigt. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel hier Silber, im Moment 28. Also ich mache das ab und zu und komme ziemlich gut hoch. Und ja, auf jeden Fall machen, weil das gibt auch XP. Und hier können auch legendäre Set, beziehungsweise nicht Set, legendäre Ausrüstungsgegenstände für euch droppen. Also 3 PvP-Games am Tag würde ich euch auf jeden Fall empfehlen an dieser Stelle. Oft werde ich halt gefragt, wo ich grinde. Ich grinde in den ältesten Portalen, in Dungeons oder hier in der Open World. Und der Open World mache ich auch ganz, ganz gerne, wenn wir zum Beispiel mehr Leute sind. Ganz wichtig ist 4 Leute, denn dann bekommt ihr noch den zusätzlichen Bonus, denn dann können euch normale Edelsteine droppen. Das ist nicht zu vernachlässigen, denn es droppen wirklich eine Menge Edelsteine. Also eine Menge ist jetzt relativ, eine Menge für das Game, würde ich sagen, die ihr auch wieder verwenden könnt, um stärker zu werden. Deswegen versucht immer in der Gruppe zu grinden. Außer in den ältesten Portalen, da gibt es keine Edelsteine, aber wieder in den normalen Dungeons. Deswegen forcieren wir Open World und Dungeons und ältesten Portale nur, wenn wir Embleme brauchen, beziehungsweise nur, wenn wir Embleme reinsetzen, wenn wir Staub brauchen oder wenn wir einfach nur ganz relaxed grinden wollen, weil das ist meistens sehr, sehr gechillt. Aber da könnt ihr auch Dungeons grinden, wie gesagt. Und hier seht ihr, wir versuchen diese Killketten aufrechtzuerhalten. Und diese Killketten, ich spule nochmal gerade zurück, diese Killketten sind halt wichtig, denn je höher die Killkette ist, desto mehr XP bekommt ihr an dieser Stelle und das ist das Wichtige dabei und deshalb versucht auch immer wirklich, wenn ihr in der Open World grindet, dass ihr eure Spieler versucht zu verteilen. Ja, und das gibt dann hier in dem Fall über 100.000 XP nur in einer Grind-Session und das geht relativ schnell, wenn ihr das gut drauf habt. Ja. Und das kann ich euch nur empfehlen, diese 3 Arten des Grinds. Das sieht man hier sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, dafür braucht ihr eine gute Crew, um das hier aufrechtzuerhalten. Aber mit ein bisschen Übung ist das kein Problem. Und dann solltet ihr auch schauen, wenn ihr oft mal wechselt, wie viele Spieler sind da gerade. Es gibt da so 2, 3 Spots, die kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Dann zeige ich euch mal so 2 Spots. Ja, Zeug und Kult Archiv hier an der Stelle. Zum Beispiel die versteckte Nische. Da grinden sehr oft Leute. Oh, das seht ihr aber sowieso in dem Chat oder wo ich eben war in der Aufnahme hier. Dankeschön nochmal an Rocky an der Stelle. Ja, Lage des Mondclans. Hier dieser Bereich, den grinde ich auch sehr gerne. Ja, und das sind 2 Top-Spots. Hier gehen wir auch nochmal drauf ein und zwar hier eben Pfads Heiligtum. Der ist wichtig und dafür sind die Worldbosse wichtig. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall im Chat Ausschau halten und die ganzen Worldbosse machen. Ich blende euch hier mal ein paar Ausschnitte ein, zur Hydra zum Beispiel. Denn diese Worldbosse droppen hier diese Steine und wenn ihr an den Schrein geht, dann könnt ihr hier auch nochmal extrem euren Charakter pushen. Ja? Denn jeder Worldboss droppt hier diese Steine und die könnt ihr dann hier einsetzen und die könnt ihr dann hier mit den Marken pushen, beziehungsweise mit den Schlüsseln. Und deswegen ist der Hilti-Händler auch so wichtig, denn da könnt ihr Schlüssel kaufen. Aber schaut hier auch täglich vorbei, denn wenn ihr jetzt hier weitergeht, dann spawnen hier die Mobs und diese Mobs können dann auch nochmal Schlüssel fallen lassen, wenn ihr das einmal täglich macht. Also ganz, ganz wichtig, schaut dann auch, welche Attribute ihr hier forcieren möchtet, beziehungsweise welche Attribute ihr hier pushen möchtet, um euren Charakter nach vorne zu bringen. Und versucht so schnell wie möglich die Worldbosse zu erledigen. Die sind eigentlich relativ einfach, bis auf diese Blutpflanze da, weil da immer Leute reinrennen. Da kann ich euch nur als Tipp geben, bleibt einfach als Melee weg und versucht es über Range-Attacken zu machen. Stellt euch links hin und dann ist es relativ easy. Übrigens, die World-Bosse könnt ihr auch so grinden, auch wenn ihr den Stein schon habt, denn die können auch Loot droppen, auch legendäre Items, soweit ich weiß. Also immer mal zwischendurch machen, wenn ihr eh in der Nähe seid. Das muss ich euch gerade noch nachliefern. Es gibt wohl einen Stein, der nur in den Truhen droppt. Also wenn ihr hier auf dem Pfad seid und die ganzen Truhen öffnet. Ja, das wusste ich nicht, weil er ist mir gerade gedroppt. Ich blende die Szene auch hier ein. Und zwar dieser Stein hier, Ibn Fads Beharrlichkeit, ja, der ist mir gerade gedroppt. Will ich euch zeigen, weil das ist ja eine wichtige Info. Nice to know. Und der gönnt 4 Schaden und 40 Leben. Also wichtige Info, ja, nicht nur alles World Bosse, sondern auch ein Stein,
der aus den Truhen droppen kann. Ja, das war's auch von mir. Die ersten wichtigsten Tipps und Tricks aus meiner Erfahrung, die ich jetzt machen konnte in Diablo Immortal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo da. Lasst den Kanal weiter wachsen, sodass wir die 20.000 Abonnenten noch in diesem Jahr schaffen. Und ihr könnt mir dabei helfen. Ansonsten, ich werde weiter Lost Ark zocken. Samstag normaler Raid, live im Stream. Ansonsten auch Progress Raid, Vikes steht an in der übernächsten Woche hoffentlich und da geht es dann da auch weiter, aber im Moment ich grinde so ein bisschen vor mich hin in Lost Ark, aber bietet mir halt im Moment nicht mehr so viel Neues, deswegen bin ich ganz froh, dass ich Immortal zocken kann und dann natürlich auch World Slayer, Outriders, haben mich auch sehr, sehr viele gefragt. Ansonsten Diablo Immortal Content im Moment auf meinem Twitch-Kanal und im Discord, schaut einfach hier unten in der Infobox, habe ich für euch alles verlinkt. Hier, Leute, bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr wissen möchtet. Denn dann mache ich mein nächstes Video auf Basis eures Feedbacks oder was ihr schon immer wissen wolltet. Denn, helfe ich euch gerne. Oder schreibt es natürlich so schnell, wie es geht, als Antwort rein. Bis zum nächsten Mal bei euer Dreed. Ciao! We'll be right back.